Hallo zusammen, Robin hier. In dieser Videoreihe tauche ich tief in die neuesten Updates und Funktionen von Final Cut Pro Motion und Compressor ein. Es erwarten dich die üblichen kleinen Details, Tipps und Tricks, von denen ich wette, du viele nirgendwo anders sehen wirst. Willkommen zurück! Wenn du ein umfassendes Final Cut Pro Training auf Deutsch suchst, besuche gerne unsere Webseite. Den Link findest du in der Beschreibung. In dieser Videoreihe, die du dir in der Playlist hier oben ansehen kannst, erkunden wir sowohl große als auch kleine Funktionen sowie überraschende Verbesserungen des letzten Updates. Dazu gehören die Funktion Licht und Farbe verbessern, das neue maschinelles Lernen optimierte Slow-Mo Glut für das Retiming von Clips, neue Suchoptionen zum Auffinden fehlender Medien, Effekte und mehr in der Timeline, verbesserte Effektsteuerungen und abschließend ein Überblick über Compressor und räumliches Video. Denke daran, dass du für all diese Feature Final Cut Pro 10.8 und mindestens macOS Ventura 13.5 benötigst. Starten wir diese erste Folge mit interessanten Verbesserungen der automatisch scrollenden Timeline und einem Überblick über ein paar neue Titel. Vor kurzem habe ich ein umfassendes Video erstellt, in dem ich alle Aspekte des damals neuen und scheinbar so banalen automatisch scrollende Timeline behandelt habe, als es herauskam. Und obwohl es dafür einen Link in der Beschreibung gibt, wie man so schön sagt, ist vieles von dem, worüber ich gesprochen habe, inzwischen mehr oder weniger überholt. Danke, Apple. Ja, eigentlich schon, denn es scheint, als hätte sich jemand Notizen gemacht, da es sogar noch besser geworden ist. Und sie scheinen sich um jeden meiner kleinen Kritikpunkte gekümmert zu haben. Was hat sich also geändert? Zunächst einmal habe ich im letzten Video... Um sie zu aktivieren, gehst du einfach in die Final Cut-Einstellungen und hier findest du ganz oben im Abschnitt Wiedergabe ein neues Kontrollkästchen für Timeline während der Wiedergabe kontinuierlich scrollen. Gesagt. Nun, das ist nicht mehr da. Wenn ich das Einstellungsfenster schließe und oben rechts über meine Timeline nachsehe, siehst du, dass ein neuer Knopf neben dem Skimmer-Knopf hinzugefügt wurde. Ja, ein Knopf. In demselben Video weise ich darauf hin, dass es vielleicht keinen Knopf gab, aber... gibt es hierfür auch einen neuen frei belegbaren Tastaturbefehl. Wenn wir einmal mit Option Command-K in den Befehle-Editor schauen und Scroll in das Suchfeld eingeben, sehen wir den Scrollen der Timeline-Befehl aufgelistet, welcher standardmäßig kein Kürzel zugewiesen hat. Und weißt du was? Wenn ich mit der Maus über dem Knopf stehen bleibe, bis ein Tooltip erscheint, bingo! Wie du siehst, ist sogar genau das Kürzel, das ich vorgeschlagen habe, jetzt die Standardeinstellung. Option Shift S. Und ich erwähne auch nochmals das aus dem anderen Video, dass du dieses neue Tastaturkürzel nicht haben wirst, wenn du ein benutzerdefiniertes Tastaturlayout verwendest, da es bei der ursprünglichen Einrichtung davon ja noch nicht vorhanden war. Der Befehl selbst wird natürlich hinzugefügt, nur keine der neuen Tastaturkürzel. Du kannst also entweder zum Standard-Layout zurückkehren oder im Befehl-Editor dein eigenes Kürzel hinzufügen. Was wurde sonst noch geändert oder verbessert? Also, eines der Dinge, die ich für nicht so ideal hielt, war die Tatsache, dass... Aber was ist, wenn ich weiter nach vorne springen will, also über dem hinaus, was in die aktuelle Zoom-Stufe des Fensters passt? Mit anderen Worten, wenn ich über die Abspielposition hinaus nach links scrollen will, sodass sie nicht mehr sichtbar ist. Nun, damit beginnt das, was mich an der Art und Weise stört, wie andere dies implementiert haben. Wenn die Abspielposition auf den linken Rand des Fensters trifft, kann ich nicht weiter nach rechts scrollen. Und was hat sich dahingehend geändert? Nun, du kannst jetzt frei in beide Richtungen scrollen, ohne irgendwelche Einschränkungen, während es aktiv ist. Das macht das Ganze wieder einmal besser als alle anderen scrollenden Timelines. Während es abspielt, kann ich also mit meiner Magic Mouse in beide Richtungen scrollen, um zum Beispiel etwas zu überprüfen, das ich gerade gesehen habe oder das demnächst kommt. Aber, wie ich bereits in meinem vorherigen Video erwähnt habe, musst du, wenn du Anpassungen vornehmen willst, ohne dass die Abspielposition zurückspringt, immer noch den Clip Skimmer aktivieren und die Maus über einen Clip bewegen, um das Scrollen zu stoppen.
Es kann mir also keiner erzählen, dass Apple nicht zuhört. Apropos Scrollen in beide Richtungen. Eine der kleineren Änderungen ist, dass, wie ich in meinem letzten Video gezeigt habe, sogar wenn du die Taste J drückst, um rückwärts abzuspielen und die Abspielposition die linke Seite der Timeline erreicht, wird sie automatisch nach rechts gescrollt. Musst du jetzt, wenn du J drückst, um rückwärts abzuspielen, nicht mehr warten, bis die Abspielposition die linke Seite der Timeline erreicht. Die Abspielposition bleibt jetzt auch beim Rückwärtslaufen zentriert. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber toll. Außerdem gibt es einige neue Ergänzungen zu den erst kürzlich eingeführten dynamischen Titeln und Generatoren sowie ganz neue Kategorien. Zunächst einmal gibt es die Kategorie einfacher Text, die meiner Meinung nach einige weitere, täuschend simple, aber sehr nützliche Ergänzungen enthält. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Sammlung von drei einfachen Texttiteln mit oder ohne Hintergrund plus zwei einfache untere Dritteltitel. Bei den Titeln mit Hintergrund hast du die Möglichkeit, den Hintergrund auszuschalten oder seine Farbe zu ändern, das darunter liegende Video unscharf zu machen oder es sogar während des Titels zu dimmen. Und alle haben die Möglichkeit, dem Text eine Backplate, also einen Hintergrund hinzuzufügen. Und man kann dessen Ecken abrunden, die Farbe ändern oder die Deckkraft reduzieren. Sowie verschiedene Animationsoptionen anwenden. Und fast alle benutzen ein absatzformatiertes Textfeld, das innerhalb des aktionssicheren Bereichs des Viewers ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass du zum Beispiel den einfachen Titel Text verwenden kannst, um schnell und einfach klassische Untertitel im eingebrannten Stil zu erstellen. Du gibst einfach den gewünschten Text ein, stellst die Ausrichtung nach unten ein, schaltest den Hintergrund ein, änderst das Aussehen nach deinem Geschmack und fertig. Und natürlich sind alle perfekt mit vertikalen Formaten kompatibel und passen sich entsprechend an. Die Kategorie Dynamische Titel hat unter dem Thema Deko eine zusätzliche Reihe von Titeln bekommen, die sehr nett sind. Dazu gibt es natürlich auch einen neuen Übergang, der stilistisch dazu passt. Etwas, das ich bei einem neueren Update der Kategorie Grundlagentitel, dessen Umbenennung in essentielle Titel ich schon beantragt habe, vermisst habe, sind die ziemlich aufwendig gestalteten Zeitcode- und Tafeltitel, die hinzugefügt wurden, dessen Umbenennung ich auch beantragt habe. Beide bieten viele nützliche Optionen zur Anpassung. Und zum guter Letzt hat die Kategorie Dynamische Hintergründe 6 neue Hintergründe im Störungsstil erhalten, die ebenfalls ziemlich cool aussehen. Wie ich bereits in einem meiner vorherigen Videos erwähnt habe, hat leider keiner von Ihnen eine Option zur Farbanpassung. Auch hier musst du also gegebenenfalls den ebenso falsch genannten Ausmalenfilter, der Einfärben heißen sollte, nutzen oder einen der anderen Farbfilter verwenden, um die Farbe in eine andere Richtung zu lenken. Und auch hier gilt wieder, dass sie alle perfekt mit vertikalen Formaten kompatibel sind und sich anpassen. Und was hältst du von diesen Detailverbesserungen? Nutzt du die scrollende Timeline und schätzt du die Änderungen genauso wie ich? Ich freue mich auf deine Meinung in den Kommentaren. Wenn du wissen willst, wie die scrollende Timeline von Final Cut im Vergleich zu Premiere und Resolve funktioniert und warum ich sie im Vergleich regelrecht für gefährlich halte, dann schau dir meine vorherigen Videos hier oder über die Links in der Beschreibung an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, dieses Video wird gesponsert von mir. Deine Unterstützung hält den Kanal am Laufen. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, wenn du mehr sehen willst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!